Hey Leute, an alle, die zum ersten Mal hier sind, willkommen und an alle anderen, willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war vor kurzem im Kino und zwar in Valerian, die Stadt der tausend Planeten und habe mir dann, weil ich recht positiv überrascht von diesem Film war, die Vorlage zum Film gekauft. Und zwar von Carlsen und dieser Sonderband, die Vorlage zum Film, steht auch noch drauf, enthält Im Reich der tausend Planeten und Botschaft der Schatten. Und da dachte ich mir natürlich, wieso nicht ein Comicbuch versus Filmvergleich? Aber bevor ich loslege, normalerweise kommt jetzt ja immer diese Spoilerwarnung, aber ich denke, ich kann das relativ spoilerfrei halten, aber ich gebe keine hundertprozentige Garantie. Ich wollte es nur gesagt haben. Also, los geht's! Wie ich schon gesagt habe, sind die Titel, die enthalten sind, Im Reich der tausend Planeten und Botschafter der Schatten. Und man hört natürlich schon, dass der erste relativ nah mit dem Namen an dem Namen des Films dran ist. Aber das ist auch tatsächlich das Einzigste, was irgendwie übereinstimmt. Sagen wir es mal so. Ich war, als ich angefangen habe zu lesen, echt enttäuscht, weil ich mehr Story aus dem Film im Comic erwartet hatte. Aber ich weiß, normalerweise ist es umgekehrt, aber... Naja, mir haben die Zeichnungen recht gut gefallen und auch die Charaktere sind recht interessant, aber von der Story her hat es nicht so übereingestimmt. Denn der zweite Band war tatsächlich der Film. Und das fand ich sehr, sehr cool. Wirklich. Und da, ich zeige euch jetzt gleich mal ein paar Sachen, die sind im Comic drin und auch im Film. Und zwar, als hätten sie wirklich die Zeichnung genommen, digitalisiert und dann in den Film reingemacht. Ist total abgefahren. Ich meine, guckt euch das an. Und das. Jetzt nochmal nebeneinander. Der Hammer, oder? Und der Rest ist alles wirklich sehr daran orientiert. Also das Raumschiff und das Raumschiff, die Aliens und die Aliens. Und insgesamt sind die ganzen Sachen von der Stimmung her auch relativ ähnlich. Ich blende euch jetzt noch ein paar Sachen ein, die ich gefunden habe, die wirklich, wirklich ähnlich aussehen. Aber natürlich muss man sagen, dass die Story nicht die klitzegleiche ist. Das ist aber auch relativ logisch, weil man muss mal überlegen, dieses dünne Heftchen, okay, das sind zwei Bände drin, das heißt, Returns waren so ungefähr in der Mitte. Und daraus sollen sie jetzt einen ganzen Film drehen? Das funktioniert nicht. Deswegen haben sie natürlich schon aus den ganzen Reihen ein bisschen was rausgenommen, zusammengepatscht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es bei Comics immer so ist, das sind solche Heftchen, okay, das sind solche Heftchen. Die musst du irgendwie zusammenkleistern, damit du eben Film rausmachen kannst, weil ein Buch, das so fett ist, okay, da ist genug Story drin. Da muss man sogar mal was rausschneiden. Hier muss man was reinschneiden. Und das sind einfach Szenen, die finde ich recht interessant. Aber jetzt mal zur Besetzung. Und zwar werden Valerian und seine Partnerin Lorelei gespielt von Dane DeHaan und Cara Delevingne. Das sind beides Namen, von denen ich keine Ahnung habe, wie man sie ausspricht. Und meiner Meinung nach ist die Besetzung gut. Und ich finde, dass sie relativ gut reinpassen. Valerian wirkt im Comic etwas reifer und erwachsener. Aber dadurch, dass der männliche Protagonist im Film eben diese extremen Augenringe hat, die der Schauspieler eben hat, und dieses leicht kaputte Aussehen macht es das ein kleines bisschen wieder wett, weil er nicht dieser klassische Schönling, Sunny, Surferboy ist, den eben viele erwartet haben, habe ich im Internet gelesen. Aber auch Cara Delevingne hat wirklich Freude am Spielen, das merkt man, und passt auch gut in die Rolle. Auch optisch, obwohl man die Haare ein bisschen kürzen hätte können, ich weiß nicht genau, weil Lorelei hat eben diese so bis da und Cara Delevingne hat lange Haare. Ich habe keine Ahnung, wieso sie das nicht geändert haben. Aber auf jeden Fall passt sie trotzdem meiner Meinung nach optisch rein, weil sie eben sehr hübsch ist. So auf eine ausgefallene Art, aber sie ist sehr hübsch. Und insgesamt hat sie eben auch was Süßes, aber auch was total... Ich hätte echt nicht gewusst, wie ich die beiden Rollen anders besetzt hätte. Also mir würde jetzt keiner einfallen. Und auch sonst die Besetzung mit Rihanna, das haben ja wahrscheinlich manche mitbekommen, ist auch gelungen. Normalerweise mag ich diese Star-Auftritte in Serien und Filmen nicht so arg, weil ich finde, die sind immer so ein bisschen fehl am Platz. Aber da fand ich es gut, weil sie eben eine Schaustellerin gespielt hat, ohne erstmal zu spoilern. Und ich weiß nicht, mir hat der Film echt gut gefallen. Er ist nicht genau wie das Comic, aber das hatte ich auch nicht erwartet, als ich mir das Comic gekauft habe. Er ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen besser als das Comic. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden auf die Füße trete, aber ich finde den Film einfach
bisschen besser, meiner Meinung nach. Ich habe noch nicht so viel von Valerian gelesen. Ich habe jetzt die beiden Bände gelesen und im Internet noch zwei andere, um ein bisschen den Vergleich zu wissen. Aber Valerian sind wirklich gute Comics. Und nicht nur Star Wars, der wirklich sehr, sehr viel geklaut hat von Valerian, schuldet ihnen viel, sondern insgesamt die kompletten Science-Fiction-Filme, Comics, Streifen insgesamt sind sehr, sehr viel an Valerian orientiert. Und das, finde ich, ist auch schon mal ein Zeichen dafür, dass es wirklich gute Comics sind. Und insgesamt würde ich mir den Film definitiv nochmal angucken. Zwar nicht jetzt direkt, aber in 3D hätte ich ihn schon nochmal gerne gesehen, weil ich habe ihn normal gesehen. Und ich fand, es waren ein paar Szenen drin, die lohnen sich eher in 3D. Also, aber auch normal würde ich ihn mir definitiv nochmal angucken. Also eine klare Empfehlung meinerseits, das Comic und der Film. Aber ich würde, glaube ich, erstmal das Comic lesen, wenn nicht ihr wärt, und dann den Film, weil sonst macht euch der Film ein bisschen das Comic kaputt, weil meiner Meinung nach ja der Film ein bisschen besser ist als das Comic. Aber ich will es niemandem irgendwas einreden. Bildet euch eure eigene Meinung, und wenn ihr den Film oder die Comics kennt oder beides, dann ab runter in die Kommentare. Und auf jeden Fall, bevor das Video jetzt schon wieder zu lang wird, will ich noch ganz kurz Danke sagen dafür, dass mein letztes Video ein Abo-Special war und wir jetzt schon wieder über 50 Abos mehr haben. Und ich entschuldige mich auch, dass wirklich wenig Videos kommen. Ich versuche, mich zusammenzureißen und mehr Videos zu machen. Ich weiß, ich sage das fast in jedem Video, aber nochmal Dankeschön dafür, dass ich wirklich viele Nachrichten in letzter Zeit bekommen habe. Auch viel positives Feedback von der Comic-Con, wo ich auch gefilmt habe, nur das Video noch nicht geschnitten habe. Schande über mich. Und auch die positive Resonanz mit den Daumen hoch und den Abonnenten. Einfach klasse, ihr seid super. Ich hab euch lieb. Tschüss!